Wir wurden alarmiert zu einem Feuer in einem Ladengeschäft. Während der Anfahrt oder während der Alarmierung auf der Wache wurde erhöht auf Alarmstufe 2, da der Verdacht bestand, dass es nach einer Explosion ein größeres Feuer geben konnte. So wurde uns das über Notruf durch Passanten berichtet. Als wir eingetroffen sind, war die Scheibe des Ladens bereits herausgeflogen und wir hatten im vorderen Teil des Ladens einen Vollbrand, den wir sofort mit 2 C-Rohren und 2 Angriffstrupps und der Pressluftatmer bekämpft haben. Gleichzeitig haben wir das Gebäude überprüft, ob noch Personen in den Wohnungen sind. Dieses war nicht der Fall. Wir mussten auch nebendran noch in einem Ladengeschäft die Türen aufbrechen, da dieser verraucht war, um festzustellen, dass hier kein Feuer ist und eine Ausbreitung stattgefunden hat. Wir haben insgesamt 2 verletzte Personen. Diese sind Passanten, die in der Zeit vor dem Laden unterwegs waren, als die Scheiben geborsten sind und der Rauch massiv dann auf die Straße drang. Von der Feuerwehr im Einsatz sind die Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte, 6 Rettungsmittel vom Rettungsdienst, 1 NEF, die Einsatzleitung Rettungsdienst, der Direktionsdienst, der Einsatzleiter der Feuerwache 2 und auch die Fahrzeuge der Feuerwache 2 waren hier im Einsatz. Also der Laden war wohl ein Geschäft für orientalische oder indische Souvenirs, Buddha-Figuren und solche Dinge. Wir sind im Moment dabei, aufwendige Nachlöscharbeiten durchzuführen, das in Absprache mit der Brandursachenermittlung der Polizei, die eben schon vor Ort ist und versucht eben jetzt hier zu ermitteln, warum das Feuer ausgebrochen ist. Das Bild ist eigentlich im Moment entspannt. Man sieht natürlich die Trümmer des Glasdaches, welches vor dem Laden war, das durch die Wärme gesprungen ist und auch die Einsatzkräfte im Einsatz gefährdet hat. Deshalb mussten wir Teile dieses Glasdaches zerstören und sichern, damit wir dann im Laden auch arbeiten konnten. Also wir hatten eigentlich keine Schwierigkeiten, die Polizei war schon mit einem Aufgebot von Kräften da, hat uns die Einsatzstelle frei gehalten. Wir haben dann die Rheinstraße sperren müssen, um die Einsatzkräfte alle aufzustellen. Das hat soweit gut funktioniert, also in der Richtung hat der Feuerwehreinsatz sehr gut geklappt. Die Probleme sind natürlich gut, wir sind jetzt außerhalb der Geschäftszeiten, wir sind sonntags, aber Explosion weiß man natürlich nicht, wie weit ein Gebäude beschädigt sein kann, ob Fassadenteile auf der Straße liegen, ob Personen durch umherfliegende Trümmer getroffen wurden. Dieses war ja zum Glück hier nicht der Fall, sondern es muss sich ja um eine schlagartige Brandausbreitung gehandelt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die Geräusche der Explosion durch das Bersten der Frontscheiben des Ladens passiert sind und das natürlich dann für Unbedarfte sicher auch Explosionsgeräusche darstellt. Also bis jetzt sieht es so aus, als hätten wir nur das Problem im Laden. Allerdings befindet sich da eine abgehängte Decke drüber, die wir noch öffnen müssen, um festzustellen, ob weiteres im Gebäude beschädigt wurde. Die Kontrolle der Wohnungen hat bis jetzt nichts ergeben, Raucheintragungen oder ähnliches. Also ich denke, dass die Feuerwehr hier bestimmt noch eine Stunde zu tun hat. Wir müssen ja noch die Sicherungsarbeiten durchführen. Wir müssen den benachbarten Laden, deren Tür wir mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet haben, noch sichern und auch noch einige Wohnungseingangstüren, die die Feuerwehr gewaltsam geöffnet hat.